Ja, hallo zusammen. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, dass es jetzt zum Heiligabend und zu den Weihnachtstagen kein Malvideo gegeben hat. Ja, ich habe mir einfach mal freigenommen. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich mal eine Woche brauche, um mich ein bisschen zu erholen oder vielleicht auch etwas mehr. Und ich wollte tatsächlich nur zu Heiligabend ein Video hochladen. Das habe ich dann aber immer weiter geschoben. Und irgendwann, ja, ich habe dann gemerkt, dass es mir einfach gut tut, mich hinzulegen und gar nichts zu machen. Und ich muss echt sagen, in den letzten 5 Tagen habe ich mich mehr erholt als im ganzen Jahr irgendwann. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema des Videos, nämlich einen kleinen Jahresrückblick. Letztes Jahr habe ich ja aus den bekannten Gründen keinen gemacht. Und ja, die schlimmen Ereignisse vom Ende letzten Jahres, die haben natürlich in dieses Jahr noch hineingewirkt am Anfang. Aber es hat eben auch viele schöne Dinge gegeben in diesem Jahr für mich privat. Also meine Tochter hat ihr Abitur geschafft. Ja, super, und ein richtig Bombenabitur. Mein Sohn hat seine Ausbildung beendet und hat jetzt ein Studium angefangen. Und ja, das ist richtig toll, ne? Also wenn man sieht, wie die Kinder halt größer werden und ja, ihren Weg gehen. Ja, dann geht es halt weiter. Ich habe mir wieder meinen Zettel gemacht, sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Was die Kreativität angeht, das habt ihr ja mitbekommen, ist auch eine Menge passiert in diesem Jahr. Also ich habe 2 Bücher fertiggestellt, nämlich einmal zum Farbenmischen und zur Bilderausstellung und Bilderverkauf habe ich ein Buch geschrieben. Und ich hatte auch noch eins zum Thema Malmesser und Spachtelmassen. Das wäre eigentlich fertig geworden, aber da ist man dann halt, wie jedes Jahr, muss ich jetzt sagen, in den letzten 2 Jahren halt eine Krankheit dazwischen gekommen, die hat mich dann locker ein halbes Jahr ausgebremst, und deswegen ist auch das vierte Buchprojekt halt nicht zustande gekommen, nämlich mein Fantasy-Roman. Ja, ich habe 220 Seiten dieses Jahr geschafft, aber dann war halt im Juni Feierabend, ne? Das ist halt die blöde Sache gewesen. Am 3. Juni hat es mich erwischt, bin ich in der Notfallambulanz hier in Leverkusen gelandet. Mit unklaren Schmerzen, und ja, das hat sich dann wirklich bis Ende September hingezogen. Und ich bin es immer noch nicht ganz los, aber es ist so, dass ich jetzt wieder gut leben kann und es mir gut geht. Ja, bin auch wieder am Arbeiten mit Wiedereingliederung. Ja. Und so hoffe ich, dass es dann weitergeht. Ja, dann hat man halt auch einen wahnsinns heißen Sommer, ja, den ich hätte gern genutzt hätte, aber tja, ich bin halt die meiste Zeit dann im Haus ge gewesen und liegenderweise, und das war irgendwie nicht so toll. Ja. So, das waren jetzt die schlechten Sachen. Die guten sind, gut, ich habe halt diese 2 Bücher geschrieben, und natürlich das Allerbeste in diesem Jahr war natürlich die Malschule, die ich im Mai eröffnet habe, nach kurzer und aber intensiver Planung, wie das halt immer bei mir meine Art ist, ne? Ich habe eine Idee und dann hänge ich mich zu 150% rein und ziehe es halt durch. Das hat auch alles ganz super geklappt. Ich biete jetzt in meiner Malschule, für die das halt noch nicht wissen, halt nicht nur für die Leute Leverkusen und Dunstkreis Rheinland halt Kurse an am Sonntag, sondern ich habe auch Mini-Workshops in der Woche, die haben auch schon zweimal stattgefunden, aber öfters halt noch nicht, weil durch die Krankheit konnte ich natürlich jetzt auch nicht viel Werbung machen, ist klar. Ne? Und ich konnte die Kurse schlicht und einfach auch nicht machen. Was ganz gut angenommen worden ist, es sind halt Online-Kurse. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, wie das funktioniert. Das heißt, für die Leute, die weiter weg wohnen, die können bei mir Einzelunterricht buchen, online über Skype oder wer ein Apple-Produkt hat, über FaceTime. Da können wir halt miteinander sprechen und ich kann alles zeigen. Ich bereite dann immer alles vor, aber steht alles in dem Video drin, könnt ihr ja dann nochmal gucken. Ja, das läuft super. Und was auch total toll gelaufen ist, und da muss ich halt, nicht umsonst ist der Weihnachtsbaum dann im Hintergrund und die Geschenke. Ja, Geschenke hat es auch eine Menge gegeben von euch an mich. Ihr habt mich super unterstützt in der Crowdfunding-Aktion, die ich dieses Jahr gestartet habe und die jetzt ausgelaufen ist. Ich habe es jetzt auch von der Website runtergenommen. Wer noch was spenden möchte, kann es gerne tun. Der kann sich dann einfach mit mir in Verbindung setzen. Und es ist halt weiter so, wer spendet, wer was für den Kanal spendet, der kriegt von mir auch was zurück. Also es ist nicht so, dass er einfach nur sagt, oh, ich gebe dem jetzt Geld und ich kriege nichts dafür wieder. Ich habe gerade aktuell in der letzten Woche, jetzt kurz vor Weihnachten, habe ich nur richtig Druck gehabt, hat nämlich nur eine richtig hohe Summe gespendet. Und ihr wisst es vielleicht noch, über 200, da darf man sich ein Bild wünschen von mir. Und dann habe ich dem halt, es sollte ein Weihnachtsgeschenk werden, halt noch ein Bild gemalt. Na, das war stressig, aber das Bild ist echt super geworden. Und derjenige war auch sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Ja, das hat echt total super geklappt.
Und was, ich habe auch gemerkt, dass ich mir wirklich Mühe gegeben habe danach. Also das ist halt, es fällt mir dann halt einfach mal einen Samstag oder einen Sonntag halt zu investieren für so ein Video, wenn ich weiß, dass ich halt finanziell abgesichert bin. Ne? Und dann habt ihr sicherlich gemerkt, dass es halt jetzt regelmäßig jeden Sonntag Videos gegeben hat. Und die einzige Ausnahme war jetzt halt Heiligabend. Ne? Heiligabend war ja kein Sonntag, aber halt diese jetzt heute, genau, heute hätte es eigentlich ein Video geben müssen. Gibt es keins. Gibt es nur heute den Vlog zum Dezember, den Jahresrückblick. Okay, was auch noch passiert ist, was halt viele von euch nicht mitkriegen, was halt auch immer Motivation ist, weiterzumachen mit den Videos und mit den vielen Tipps für euch ist, dass ich halt viele private Nachrichten kriege, zum Teil auch wirklich mit ergreifenden, berührenden Nachrichten. Da geht es um Tod, um Leid, um Schmerz, um Krankheit und wie das Malen halt denjenigen halt geholfen hat und wie meine Videos geholfen haben. Und das ist halt was, ja, was mich heute auch berührt und wo ich immer denke, ja, wow, das hätte ich gar nicht erwartet, ne? Dass das bisschen, was ich hier mache, dass das für Einzelne von euch eben einfach so wichtig ist. Ne? Und das ehrt mich natürlich auch dann. Ne? Ja, also auch dafür, für euer Vertrauen. Ein ganz großes Dankeschön, weil wer mir sowas schreibt, der muss natürlich auch wissen, dass er mir vertrauen kann. Ja, jo, ich muss mal gerade gucken, habe ich irgendwas vergessen? Nö, 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 nö. Ja, es ist natürlich noch viel mehr passiert hier mit Umbau. Hier ist vieles liegen geblieben. Jetzt geht es wieder weiter. Jetzt, wo es mir besser geht. In der Malschule bin ich auch noch nicht ganz fertig, aber fast. Ja, und wer an dem Kurs teilnehmen möchte, schaut einfach auf meine Website, ich blende das jetzt mal hier ein. Da könnt ihr euch informieren. Da stehen für das erste Quartal 2019 auch schon die Kurse. Und bei den Kursen steht auch immer dabei, wie viele Plätze noch frei sind. Also wer Lust hat, im Januar einen Kurs zu machen, vielleicht habt ihr auch einen Gutschein bekommen, ne? Haben einige, Überraschung, Überraschung. Oder ihr habt für kreative Sachen halt Geld bekommen, dann habt ihr vielleicht Lust, auch einen Kurs bei mir zu machen? Einen Online-Kurs oder halt einen richtigen Ma langen Malkurs. Ja. Pläne für 2019. Also, ich nehme fürs neue Jahr grundsätzlich nichts vor, weil ich einfach dazu zu spontan bin. Ich möchte in jedem Fall dieses eine Buch halt fertig kriegen im Januar zum Thema Malmesser und Spachtelmassen. Und in jedem Fall möchte ich dieses Jahr den Fantasy-Roman fertig bekommen. Also das ist mir wirklich ein Herzenswunsch und ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Es werden alle anderen Projekte hinten angestellt und falls ich das schaffen sollte bis Sommer, Spätsommer, dann werde ich halt noch für euch noch ein weiteres Buch schreiben zum Thema Tiere malen. Ja, weitere Projekte sind noch in der Pipeline. Also es gibt noch ein Video, Quatsch, ein Video. Ich habe noch ein Buch, das ist eigentlich auch schon relativ weit zum Thema Porträtmalerei, aber das ist so speziell, das ist wirklich für die Fortgeschrittenen, dass ich das noch ein bisschen in der Schublade liegen lasse. Dann für diejenigen, die jetzt fleißig dieses ganze Jahr hindurch malen und sich weiterentwickeln, vielleicht sagen die dann irgendwann Ende des Jahres, so, jetzt bin ich soweit, jetzt möchte ich auch mein Porträt malen, dann kommt das Buch vielleicht 2020 genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ansonsten werde ich nicht viel planen, weil, wie gesagt, die letzten 2 Jahre haben gezeigt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Ja, ich kann mir die tollsten Pläne für dieses Jahr machen. Wichtig ist halt, dass die Gesundheit mitspielt und auch andere Sachen funktionieren. Okay, ja, Gesundheit und dass alles funktioniert, das ist das, was ich euch wünsche für 2019. Bleibt dabei zu malen. Ich denke, es ist eine der allerbesten Tätigkeiten, um die Seele zu nähren. Auch gesund zu bleiben oder zu werden. Ne? Ich habe es an mir selber, ich habe ja selber diese Erfahrung gemacht. Bleibt dabei, kreativ zu sein. Wenn es mal nicht ist, dann entdeckt er vielleicht was anderes. Aber es ist ganz wichtig, dass wir was Kreatives machen. Und das wünsche ich euch allen. Ja, nur das Allerbeste für euch, beruflich und privat natürlich. Und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video im nächsten Jahr dann wieder in diesem Kanal sehen. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, tschüss.